Praxis wird jetzt brutal misshandelt. So was passiert, wenn man zu Unrecht im Finale landet. René hat dich zerstört, überzeugte das Publikum mit seinem Style und hatte durchgehend bei YouTube auch die meisten Likes. Du merktest, du hast bei den Usern verkackt und angeblich gab es danach dann bei YouTube einen Bug, also wird nochmal gewählt auf so einer Extra-Seite. Er lag wieder vorne, es lief für dich mächtig scheiße, du Bastard. Also hast du dann schnell was organisiert. Ihr musstet irgendetwas tun, bevor dieser Hurensohn Fortis verliert. Habt wiederum gefaked mit irgendwelchen Lügen begonnen. Und im Endeffekt hast du nur durchs Betrügen gewonnen. Also ist der Grund dafür, dass du heute vor Plex stehst. Der Fakt, dass du mehr betrügst als Leute, die fremdgehen. Yeah, ohne Neo bist du hart am Arsch. Doch guck mal hin, in eurer Crew ist er das schwarze Schaf. Der ist genauso schlecht wie du und bringt nur hohle Sprüche. Wenn er die Maske nicht trägt, dann pflückt er Kokosnüsse. Ich komm grad auf Tour. Dir läuft die Zeit davon, dabei ist Fortis doch der Name einer Armbanduhr. Ich dreh am Zeiger, jetzt ist meine Zeit. Mach für Neo deine Beine breit. Vielleicht schreibt er dir ein paar geile Lines. Macht Werbung für Shirts, statt mich lyrisch zu schlagen. Doch euer Merchandise würden nicht mal die Flüchtlinge tragen. Ah, ihr findet euer Merchandising Hammer? Nennt euch statt Lachsnacken-Gang einfach Kleiderkammer. Holt in eure schwule Boy-Group noch den Tune und verkauft eure Shirts von Fruit of the Loom. Lauf, jetzt kommt Perplex. Und alle Löcher von deinen weiblichen Verwandten gehen auf, so wie Airbags. Ich lass mal wieder die Flows hier fließen wie Lotusblätter. In unserem Bonus-Battle kann dich nicht mal der Notruf retten. Denn ich behandle dich wie Thailand-Bitches. Ich hab zwar nur einen Bart und darf dich trotzdem zweimal ficken. Und zwar so böse, bis du vom Hochhaus springst. Du bist der erste scheiß Vampir, der nach Knoblauch stinkt, Digga. Eure Hoodies sind ja auch toll. Die Qualität spielt keine Hauptrolle. Aber Neo besorgt die Baumwolle. Ich nehme ihn als meinen persönlichen Sklaven. Und Fortis ist bei ihm dann großer Fresser, König im Blasen. Vampirgesicht! Du machst nach nem Schlagenflug zu den Sternen. Du bist Vampir! Also nimmst du dieses Blutbad ja gerne. Dieses vampirmäßige Bitchgehabe. Du saugst gern Blut auf? Na dann nenn dich doch Slip-Einlage. Und sag was gegen meine Crew, die Schmerzfabrik. Mojo hat dich in der RBA schon krass zerfickt. Jeder Member aus meiner Crew wird jeder in deiner Crew locker das Wasser reichen, doch du sagst, ich bleib bei Blut. Du Untermensch, Untermensch, bist der Betrüger Nummer 1. Du betrügst so krass, dass du ja schon selber nicht mehr weißt, was die Wahrheit ist. Du denkst, die Lügen sind wie du, weil du meinst, sie kommen nie ans Tageslicht. Du weißt doch selber, dass du gerade gegen Perplex verkackst. Keine Worte beschreiben diesen unsterblichen Hass. Unsterblich wie Dracula. Währenddessen guckst du mit Neo der Schwuchtel Twilight am Fernsehen im Schlafzimmer. Alter, das ist ja fast schon traurig. Du bist Neos Fans für deinen Drecksupport ab. Du gehörst nicht mit Perplex ins Finale, sondern lediglich mit vier in den Reaction und du bist als ich Text am Schreiben, auf Fortis, ich glaube nicht, dass das wirklich jemand juckt. Wenn für deine Fans wäre die krasseste Finalrunde ein paar Sekunden Neo. Seit neuestem fährt der Fortis gern im Polizeiwagen rum. Wagen rum. Und das hat einen einfachen Grund. Einfachen Grund. Er ist nun mal der Schwulste im Biss und macht auf Kopf, denn er wird gern vom bösen Buben gefickt. Wurde es vom K-Element zerstört, ich mach die Leichenschändung. Wieso nennst du dich Fortis treffen, da wär Zeitverschwendung. Lachsnacken-Gang, alle tragen Masken und verpixeln sich. Scheinbar haben wir euch wirklich alle ein Fischgesicht. Natürlich außer dir, kleiner Vampir. Ein Wunder, dass du nicht in Halloween-Kleidern posierst. Ey, keiner glaubt dir mehr den Scheiß, den du rappst. Rap in den Lügendetektor und deine Lines, die sind weg. Ich frag mich, was den Kids an dir gefällt. Du bist der größte fucking Lügner auf dieser Welt. Scheiß auf die Kohle, ich battle dich nicht für Ruhm und die Klicks. Ich wollte nur, dass jeder weiß, dass du ein Hurensohn bist. Fortis, du kleiner Untermensch. Hype vorbei, Alter. Lachsnacken-Gang, rest in peace. Ach ja, mein Kumpel will ja auch noch was sagen. Yo, der Letzte macht das Licht aus. Nach allen Skandalen helfen keine Masken mehr, da ihr alle ein neues Gesicht braucht. Euer Konzept ist wack und blendet krass wie Booty Hoes. Hört auf mit Rap, nutzt euer Talent und leitet Sonnenstudios. Déjà-vu, zweite Mal zerstört einfach durch Tatsachen. Kneift besser eure Lachsnacken, Arschbacken zusammen. Denn ihr wurdet heftig gefickt, es ist kein Sportplatz. Und auch wenn ich nicht im Finale bin, bin ich immer noch der, der das letzte Wort hat.